Hallo alle, ich heiße Christine. Heute machen wir eine Fortsetzung der Geschichte über Präpositionen. Letztes Mal haben wir über Präpositionen mit Dativ gesprochen und heute, dieses Mal, sprechen wir über Präpositionen mit Akkusativ oder genau gesagt über lokale Präpositionen, die mit Akkusativ vorkommen. Diese lokale Präpositionen, die mit Akkusativ vorkommen, sind entlang, über, aber passt auf, über kann auch mit Dativ vorkommen. In diesem Fall, über den wir sprechen, benutzen wir über mit Akkusativ. Später sprechen wir auch über Wechselpräpositionen und dann wird alles ganz, ganz klar sein. Weiter haben wir durch und wir haben eine zweiteilige Präposition um etwas herum. Also um herum. Diese vier machen wir heute. Was können wir zum Beispiel sagen? Wir können sagen, ich gehe die Straße entlang oder ich gehe den Fluss entlang. Wir haben die Straße, also Straße ist feminin, deshalb bleibt das auch in Akkusativ so. Also ich gehe die Straße entlang oder wir haben der Fluss, also Fluss ist maskulin. Deshalb brauchen wir den in Akkusativ. Das heißt, wir spazieren oder wir gehen den Fluss entlang. Weiter haben wir über. Wir können zum Beispiel sagen, ich gehe über die Straße. Also ich gehe über die Straße. Dann haben wir zum Beispiel durch. Wir können sagen, ich und mein Hund gehen oder spazieren durch den Park. Also wir haben der Park. Park ist auch maskulin wie der Fluss. Und wir können sagen, dass ich und mein Hund durch den Park gehen. Und wollen zum Beispiel auf andere Seite des Parks kommen. Weiter haben wir um etwas herum, das heißt umherum. Okay, also wir können sagen, dass ich und mein Hund zum Beispiel um den Park herum spazieren. Okay, oder wir können auch sagen ums Zentrum herum. Also warum sagen wir ums Zentrum? Das heißt um das Zentrum. Das ist natürlich eine Kurzform für um plus das. Okay? Gut. Wir sind heute in Belgrad und Neusatz. Das sind zwei sehr, sehr schöne Städte in Serbien. Und wir haben dort ein paar Beispiele für euch gemacht. Hoffentlich gefällt es euch. Und wenn ja, dann bleibt dabei.